Habe die Ehre, küsse die Hand, herzlich willkommen bei der Board Game Melange. Servus Maria. Hi Markus. Hallo Leute, heute schauen wir uns wieder drei Spiele an und da ist ein sehr unbekanntes Spiel dabei, sage ich mal. Ja. Muss man nicht gehört haben. Eins, worauf ich mich schon sehr freue. Ja, und was Kleines. Und Spellblum. Spellblum. Ja. Fangen wir damit klein an, oder? Ja, fangen wir gleich mit Spellblum an. Wie ihr seht, da ist keine Folie drüber, weil sie haben das so mit so seinen Dingen zugemacht. Was ich eh gut finde, weil es funktioniert ja auch. Wieso ja, nicht? Sowieso. Ja, genau. Machen wir das gleich auch. Ganz normale kleine Spellblum. Ich glaube, das hast du in Essen gekauft, ja? Das habe ich in Essen gekauft, genau. Und da haben wir einen dicken eigentlich. Aber wieso ist es dick? Weil da mehrere Sprachen drinnen sind. Macht ja. Sinn. Genau, dann haben sie es gleich alles in einen. Da schauen wir, wo das Deutsche ist. Das sind wirklich nicht viele Seiten, oder doch? Schau. Aber was ich mag, sind die Grafiken. Schau. Ja, es sind sehr viele Beispiele dabei. Und ich habe auch jetzt geschaut, hey, wieso ist es so dick? Und dann habe ich gesehen, okay, das sind mehrere Sprachen. Dann haben wir da einen blauen, einen kleinen blauen. Beidseitig bedruckt, das mag ich. Und da haben wir wahrscheinlich verschiedene Kartendecks. Kartendecks, da sehe ich schon Würfel, das passt. Ich bin neugierig, wo sie sind. Da haben wir dann wahrscheinlich Spieletableaus. Mhm. Also offensichtlich geht es wirklich um Spells, also um so Zauber, die man dann herstellen kann. Ja? Ja. Ich mag solche Themen, so diese Fantasy und so. Und da haben wir wirklich für jeden anders. Das mag ich, dass sie das aufmacht wie ein Buch, wie ein Zauberbuch. Ja? Das mag ich auch, dass es so aussieht. Das ist dann noch einer und dann kommen die Karten, die sind auch so in so ein Papier eingepackt, aber ein bisschen schlechter. Und das ist schon runtergegangen. Ja. Und das sind wahrscheinlich die Zauber. Mhm. Schau, ich zeig dir ein paar. Ja. Und da steht das da mal an. Verschiedene Farben und verschiedene Zauber. Feuer wahrscheinlich. Land, also da sind dann die. Interessant. Und das Material ist auch so interessant, so ein bisschen auf, also ein bisschen mit kleinen Leinen-Finish, aber nur sehr wenig. Und es fühlt sich aus, als ob das so Altpapier verwendet wäre. Ja, das kann natürlich also, sein. Das finde ich auch nicht schlecht, weil wieso soll man neues Papier verwenden, wenn man auch alten verwenden kann. Und dann haben wir noch einen Deck. Aber das fühlt sich so das an. Fühlt sich an, ja. Es muss nicht sein, aber es fühlt sich so an. Und dann haben wir noch viele Spells. Da. Und dann haben wir andere Karten. Das sieht aus, also der Hintergrund ist so ein Kompass-mäßig, so ein Stern. Ist das eigentlich ein Kompliment, wenn man sagt, das fühlt sich wie Altpapier an, ist aber keins? Ja. Wirklich? Okay. Ich glaube schon. Naja, oder es ist Altpapier, fühlt sich aber gut an. Das ist auch ein Kompliment. Ja. Naja, aber wenn es kein. Ja. Ja, sie fühlen sich ein bisschen anders als. Also sie haben nicht so. Beschichtung oder sowas drauf. Ja, das stimmt. Ja, und da sind so andere Karten, wie was sie können, keine Ahnung, aber da sind wahrscheinlich Punkte drauf. Vielleicht muss man die sauber haben wahrscheinlich, oder was auch immer. Ja, da ist so Bergregion und links und rechts darf nicht keine Bergregion genau. sein, oder wie genau. Ja, man weiß es. Dann haben wir Klötzchen. Naja, Klötzchen. Zylinder. Die sind in so Plastik eingepackt, das ist wahrscheinlich recycelte Plastik. Ja, das glaube ich. Weil das ist so, das fühlt sich auch so an. Ja, das ist gut. Ja, sicher. Und dann haben wir nur 8-15 Würfel. Holzwürfel. Ja. Ganz normal. Wirklich nur 8-15. Auch in so ein Säckchen. Das stimmt, das sind ganz normale Würfel. Ja, ganz normale Würfel. Also. Was okay ist. Jo, und dann haben wir da so Potions, also diese die Mana Potions. Diese Tränke und. Blaues Mana, wie jeder weiß, ne? Das ist so lila. Achso, ja, na dann ist es kein Mana. Zaubertränke. Ein Startplayer-Button wahrscheinlich und für die vier Spieler gibt es dann, wenn man mehr als 100 oder 200 Punkte gemacht hat. Oder 50 oder auch mehr, 150, 200. Ja, also ein Punktesalat. Point 7. So, machen wir weiter mit Thunder Road Vendetta. Das muss ich natürlich sagen, da bin ich wirklich gespannt, weil viele sind super gehypt von dem Spiel. Mhm. Ich muss sagen, das ist ja
Von Restoration Games, und Restoration Games macht ja folgendes, die nehmen Spiele von früher und machen davon eine neue Version in schön. Die haben es mit einem dunklen Turm gemacht und das ist jetzt hier. Und ich kenne das Spiel von früher nicht, das heißt, ich habe hier das, ich hab keinen Nostalgie-Bonus. Das heißt, es kann sein, dass ich spiele und mir denke, ja, okay. Weil ich hatte das Spiel nie als Kind. Ja. Würden Sie jetzt zum Beispiel eine neue Version machen von Der Schatz der Inka zum Beispiel, dann hätte ich vielleicht dieses Wow, cool. Ist aber nicht, ja. Oder Sie machen Mancomania neu oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, was auch immer, ja. In cool. Und ich weiß auch gar nicht, ob es das wirklich bei uns in Europa Das kann sein, dass es gar nicht gab und sie trotzdem es rausgebracht haben. Aber ich mag schon den Cover, das ist so auch wirklich, da sieht man, das ist wahrscheinlich ein Autorennen und dass es schnell geht und dass man Explosionen hat und Es hat ein bisschen Mad Max-Style natürlich auch. Es ist ein Autorennen, aber wo man sich gegenseitig rammen kann, wo man Sprungchancen nutzen kann und man muss sein Glück fordern, man macht eine Sprungchance und dann zerschellt man vielleicht an der Wand oder auch nicht und wenn nicht, dann gewinnt man und sonst zerschellt man. Ganz simpel. Also wirklich interessante Cover. Wir haben hier das Regelerklärung, ein bisschen Text ist dabei, aber man sieht hier auch, es ist sehr viel, auch hier sind sehr viele Bilder und Erklärungen, also das ist jetzt nichts Schwieriges, glaube ich. Ja. Dann, ja, man weiß halt nicht, was das ist, aber es wird wahrscheinlich für die einzelnen Spieler so sein. Da hast du schon die Autos, die können driften, die kannst du reparieren, da kannst du einen Luftschlag machen, ein Nitro, damit sie ein bisschen schneller fahren können und so weiter. Ja. Und das Ganze hast du dann für die einzelnen Spieler. Wahrscheinlich, ja. Das erinnert mich an Heat. Ja, genau. Ja. Dann hast du hier verschiedene Blättchen oder Gefahrenblättchen, wie auch immer. Da steht dann halt Schrapnell zum Beispiel, also dass du vielleicht deine Reifen kaputt werden oder so. Wird man wahrscheinlich irgendwie so ziehen können. Ja, oder du hast dann hier Blast Off, wo man vielleicht so springen kann oder weiß ich. Man hat Ölflecken. Die kannst du dann wahrscheinlich hinlegen. Auf die Strecke. Genau. Und dann die Strecke, das kann man auch so rausbrechen dann. Ja. Da macht man dann verschiedene Strecken. Wir haben hier Chapter 1a, die Park. Parking Lot. Dann hast du 1b, Runway Run. Und dann hast du dann hier Snake Way. Also verschiedene Strecken, ja. Genau. Und die kannst du auch zusammenstöpseln, wie du möchtest wahrscheinlich. Oder wirst du müssen, weil sonst ist ja nur eine super kurze Strecke. Der Mud Hole und der Runner. Ja, da sieht man hier auch so eine wie sagt man, so ein Bergmassiv, halt so ein Plateau, wo auch schon kaputtes Auto herumkugelt. Ein Bunker. Und so weiter, da gibt es aber eine ganze Menge. Viele, ja. Die Route 66 haben wir hier. Die, 66. Und dann kommen die Autos. Wir haben mal so Standardwürfel, wobei sie sind nicht unbedingt normal, die sind ein bisschen größer. Die Farben sind ein bisschen anders. Ja, und Plastik. Ja, aber damit habe ich kein Problem. Nein. Schaut schon cool aus irgendwie. Kann man es irgendwie machen. Dann gibt es spezielle Würfel, also Custom Dice, würde ich mal hier sagen. Genau, das genau. Die hier. Die haben wir, die haben da Symbole, die man auch vorhin schon gesehen hat, so wie dieses Blast Off zum Beispiel. Also da diese Geschwindigkeitsanzeige vielleicht, dann hast du hier, da kannst du jemanden unterschießen, ja, dann hier vielleicht überholen oder so, oder so ein, wie sagt man, so ein Richtungswechsel, dann hast du hier Explosionen, oder ist das nur ein Auto? Ja, ein Auto, das explodiert. Das ist super. Und dann hast du hier einfach nur 1, 2, 3. Aber also, was gut ist, das sind so Einkerbungen. Also das ist nicht nur drauf gedruckt, sondern auch wirklich so mit Einkerbungen gemacht. Oder es ist halt einfach ein bisschen auch ein Glücksspiel natürlich. Man darf jetzt nicht viel Strategie erwarten, sondern einfach nur eine nette Zeit haben und Spaß. Und dann haben wir hier jetzt noch die Autos. Zubehör, Plastikzubehör, die Autos. Na komm. Ich will sie sehen. Und auch Waffen. Ah ja. Die sind nicht schlecht. Wahrscheinlich sind die für die einzelnen Spieler, damit man sieht, wer welche Farbe hat. Vielleicht sind das die Spielermarker. Nee, Helikopter ist es. Ah, da ist ein Hubschrauber zum Beispiel. Ein Hubschrauber. So ein E-Team-Hubschrauber. Ja, das sind alle Hubschrauber, die halt so eine Kanone noch haben. Okay. Ja. Interessant. Witzig. Man kann das nur zu viert spielen. Ich dachte, man kann das zu mehr spielen. Interessant. Okay. Naja. Zeig die Autos. Ja. Die coolen Autos. Ich will die Autos sehen. Sind sie verschieden? Ja, also wir haben so kleinere, wir haben größere. Und wir haben da sowohl
Ich glaube, jeder Spieler fährt auch, jeder hat auch zwei Autos vielleicht oder drei. Also dann haben wir zwei grüne zum Beispiel. Verstehe. Ja, ein kleines, mittleres und ein großes. Ja, stimmt. Ja, es sind jeweils drei Autos. Genau, drei Autos für jeden Spieler. Interessant, irgendwie. Drehen Sie dich rein und ein. Nein, das wäre zu viel erwartet. Oh. Okay. Oh. Jetzt sind da verschiedene Autos. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das ist irgendwie cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht cool ist. Das aber ich kann mir beides vorstellen. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Es fehlen eh Spiele, wo man einfach nur mal so Spaß haben kann und einfach. Also Spaß haben habe ich bei vielen Spielen, aber ihr versteht, was ich meine. So ganz einfach. Wo einfach nur, hey, lass uns einfach mal jetzt eine halbe Stunde, würfelt, schießen und geht schon. Genau. Gib's ihm. Ja, Schwingenschlag. Der quasi Nachfolger von Flügelschlag, auch von Conny Vogelmann. Und haben wir hier jetzt quasi, wenn man so möchte und gemeinsam möchte, Flügelschlag 1.5. Ich krieg's nicht einmal auf. Und mit dem Thema mit Vivern oder Drachen oder wie immer. Ja, das Thema holt mich persönlich nicht ab. Ich fange mit Drachen nichts an. Ist mir einfach zu fad. Ich fand lustigerweise das mit den Vögeln super interessant. Wo viele sagen Vögel, was sind das nämlich Vögel? Ich fand's toll. Aber hat das nicht jemand andere gemacht, Flügelschlag? Hat das diese Ah, stimmt, stimmt, ja, du hast recht. Genau. Nein. Conny Vogelmann, die hat Apiary zum Beispiel. Genau. Okay, gut, genau, das war genau. Ja, aber das ist genau aus ähnlich wie Student. Entwickelt von Elizabeth Hargrave. Genau. Aber ein Spiel von Conny Vogelmann. Genau. Die hat wahrscheinlich mitgemacht und hat ihren Machtziel gegeben. Hier haben wir tatsächlich wieder typische Feuerland- oder halt Stonemaier-Qualität. Wir haben hier dieses Linen-Finish sogar bei der Beschreibung, was ja Hardcore ist. Ja. Wir haben hier ein bisschen Text. Hinten haben wir Symbole auf der letzten Seite, das ist toll. Aber auch ein Impressum, das ist nicht wunderbar, auf der letzten Seite sein muss. Muss nicht sein. Dann haben wir eine Automa, ja, so Dings. Aber das mag ich, das hinten, dieses Bild schaut. Das kann man sogar ausmalen. Bitte. Ja, bitte, viel Spaß. Schaut gut aus. Ja. Und dann haben wir natürlich die Drachen, die Beschreibungen von Drachen. Schau, wie viele, was sie können und so. Da haben manche gesagt, okay, das verstehen sie nicht, weil das ist ja alles Fantasie. Und da setzt sich jemand hin und entwickelt ihnen eine Lore zu einem Drachen, den es so eigentlich gar nicht gibt. Ein bisschen weird. Hätte man sich sparen können, haben manche gesagt. Ja, weil der zwiespältige Vivern, was für ein Habitat und wie groß sie sind, who cares, das sind keine echten Tiere. Ja. Kann ich verstehen zum Teil. Ah, gut, ich habe zuerst geglaubt, das ist die Erklärung zu dem, was sie können. Nein. Aber das ist eigentlich nur einen wirklich. Zum Beispiel der Algenlindwurm lebt in Seen und ernährt sich fast sein ganzes Leben lang von Algen. Ja, genau. Das wäre toll, wenn es wirklich um Tiere ginge, die es gibt. Ja, das wäre toll. Ja. Und wir fangen jetzt nicht an zu diskutieren, ob es Drachen wirklich gibt. Ja. Nein, die sind schon längst ausgestorben. Ja, sind sie. Wir haben hier so zwei so Schälchen. Ja. Und dazu den Deckel, das finde ich immer toll, dass da out of the box schon mal was dabei ist, warum nicht. Schauen wir uns gleich mal da diese Plastik-Dinge an. Da sind coole Eier dabei. Eier von die sind jetzt auch ein bisschen gesprinkelt. Schau, wie cool die ausschauen. Genau. Schauen die cool aus. Mag ich, ja. Mag ich, die sind so mit Tupfern drauf. Mit Farbtupfern. Schon cool, ja. Finde ich cool, ja. Ich habe die Eier vom Flügelschlag schon gemocht. Ja. Und die sind auch cool. Ist das Holz? Ja, das ist Holz. Nein. Oder? Hm. Ich glaube schon, dass es Holz ist. Ich glaube nicht. Egal. Ja, es ist auch schon egal. Auf jeden Fall schauen sie cool. Dann haben wir Klötzchen. Nee. Die muss man leider akzeptieren. Nee. Ja. Ganz normale Klötzchen. Was ich da in der Hand habe, sind wahrscheinlich diese Spieler-Dinge. Das sind so Schilder in verschiedenen Farben. Mhm. Ja, und dann gibt es diese Drachenbeobachter. Plastikbags. Schau, das sind die Drachen. Das sind dann die Drachenbeobachter. Und dann gibt es einen riesengroßen Pumpel in rosa. Eine bohnenrosa Pumpel. Warum? Machen, warum? Ja. Keine Ahnung. Man weiß es wirklich nicht. Man weiß es nicht. Die Karten schauen wir uns dann noch an. Es gibt einen Punkteschied. Ja. Sehr gut. Das ist Block. Sehr gut. Schafft auch nicht jeder. Dann haben wir hier Fläschchen und einen riesengroßen Drachen. Ein Fleisch.
Sie müssen ja was essen, die Drachen. Achso, ich dachte, das ist Drachensteak. Ja, so ein Drachensteak, wenn der Drache massiert wird vorher und so. Ja, dann hier haben wir Schuppenblättchen. Ja, aber so interessant. Die sind so silbrig. Ja, ja. Silber beschichtet. Seht ihr eh schon sofort, ja. Das ist irgendwie... Das finde ich cool. Irgendwie cool, oder? Das finde ich cool. Ja. Also, das finde ich wirklich cool. Kann man hier jetzt da gar nicht so gut sehen, aber... Ja, aber da haben wir es gesehen. Ja. Ja, ja, ja. Dann hier kommen die Drachenkarten und die Höhlenkarten rein. Das ist quasi die Kartentafel. Warum ist das die Kartentafel? Weil es hier steht. Ganz einfach. Ne? Naja. Dann haben wir Drachengilde. Da kommen wahrscheinlich die Gildenkarten. Ja, da steht so. Oder was auch immer. Nein, nicht sogar. Das ist ja, das ist so. Da kann man entlang gehen und man kriegt dann Ressourcen oder so. Das ist halt eine Neuerung gegenüber... Flügelschlag. Ja. Hier haben wir den Wertungsplan, eine Rundentafel, ist auch ein bisschen größer, ist auch ein bisschen übersichtlicher. Mhm. Ja, das, auch da haben sie sich was. Ich mag die Zeichnungen hinten. Ja. Also ich mag das. Und ich mag es, wie es gezeichnet ist. Die Playerboards sind da mal. Hinten haben wir einen Höhenplan. Das hätte man nicht machen müssen, hat man aber gemacht. Ja. Und es ist jetzt vorne jetzt eben. Die Karmesin-Kaverne, die Goldgrotte und die Amethyst-Abgrund. Mhm. Das sind jetzt verschiedene Orte. Mir gefällt das gut. Dieses schaut ein bisschen aus so wie Wasserfarben, Aquarell. Ja, das ist so japanische, diese japanische oder chinesische Art zum Zeichnen, diese asiatische. Die malen so mit Wasserfarben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Manche sagen, wenn man dann bei den Karten sehen, dass die Sachen auch schon, als wären sie nicht fertig. Aber gut, das ist einfach nur eine künstlerische Entscheidung. Und das schaut jetzt bei Ihnen gleich aus. Ich mag. Ja, ich mag es auch. Ja. Sieht interessant aus. Und davon haben wir viele. Genau. Ja. Ja. Ja, dann haben wir tatsächlich noch Ressourcen. Mhm. Weiterhin haben wir hier Fleisch und Goldbarren. Ja, Drachen und Gold. Ne? Mhm. Es gibt verschiedene Gilden. Keine Ahnung, was es mit den Gilden auf sich hat. Ja, Flachlandgilde, Regenwaldgilde. Wahrscheinlich wählt man immer eine Gilde pro Spiel. Das kann sein. Ja, man weiß es wirklich nicht. Und dann haben wir hier noch zwei Gilden, die Meeresgilde und die Hochlandgilde. Mhm. Und da haben wir sogar so Steine. Amethysten. Yep. Die passen zur Amethysthöhle natürlich. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? So. Kommen wir zu den Karten. Wir haben sehr viele Decks von Karten. Gehen sie auf, hoffentlich schon, weil sonst. Stunden später. Stunden später haben wir endlich die Karten aufgemacht. Nein, es geht nicht. Ich habe so kleine Karten, so. So ganz kleine. Und da steht, aktiviere eine Fähigkeit eines beliebten Drachen. Erhalte einen Schuppen. Erhalte ein Amethyst und Ei. Also es ist beschrieben, also mit Schrift und Symbolen. Mhm. Was eh nicht schlecht ist. Ja. Schaut ganz gut aus. Die können jeder ein bisschen was anderes. Genau. Ja. Also ich mag die Karten. Ja, eigentlich schon. Und hier wird die Drachen, also ein Teil zum Beispiel, hier haben wir den Weißbauch-Grasläufer oder den gemäßigten Bambusdrachen. Mhm. Die sind eigentlich fertig gemalt. Ich dachte eigentlich, ich hatte wahrscheinlich den Eindruck, wollten, dass die nicht komplett fertig gemalt waren. Aber es ist eigentlich so. Ja, wahrscheinlich wollten sie noch Hintergrund, dass sie haben. Ich spüre es auch nicht. Grinsedrache. Hä? Ganz lustig. So die Grinsekatze. Der erinnert mich an einen Drachen aus dem Film Drachenzähmen leicht gemacht. Ja, genau, richtig. Genau. Ja, das wäre so cool, wenn sie wirklich Drachen genommen hätten, wo es irgendwas dazu gibt. Weißt du, so aus einem Film oder was auch immer. Das ist cool. Natürlich lizenztechnisch. Natürlich, aber du kannst ihn ja ein bisschen anders malen. Ach so. Ja. Und trotzdem weiß man, dass es der ist. Okay. Das wäre cool. Das würde ich wirklich gerne sehen. Vielleicht bin ich der Drachenrassist, aber für mich schon die alle gleich. Ach schau, da steht sogar Jungtier und da habe ich jetzt ein paar große oder mittlere Drachen. Ja, ich habe da auch ein paar große gehabt schon, ja. Ja, das mag ich auch wieder. Vielleicht wachsen sie in diesem Spiel. Vielleicht werden sie größer. Das kann natürlich auch sein. Ja, weißt du, dass das sehr klein ist und dann kannst du aus ihm einen mittleren und aus dem mittleren einen großen machen. Man weiß es nicht, ja. Ich glaube, das ist ein Automa, also ein Solo-Spiel, so ein Dings, wo das dann erklärt wird, was der macht. Schnurrbärtiger Longdrache, das sind halt die asiatischen Drachen, genau. Die ein bisschen länglicher, dünner diese und länglicher sind, die da immer so herumdänzeln dann bei den Festen. Seht ihr dann am zweiten, ne? Longdrache. Ja, komische Amphitiere und so weiter.
Ja, interessant, ja. Oder? Ja, sicher. Und schau, da habe ich dann noch so ein, weißt du, dieser Spieler-Cheat-Sheet. Ah ja, ich das auch nenne. Das gibt es reichlich. Sogar zwei Fehler. Und eine beidseitig, wie du gewinnst. Genau. Steht sofort da, wie du gewinnst. Okay, dein was du in deinem Zug machst. Genau. Wie du gewinnst. Was ist überhaupt dein Ziel? Mhm. Und dann gibt es welche, die... Genau. Vorschläge für einen schnellen Einstieg, damit man normal die Engine zum Laufen bekommt, ja, im Prinzip, und dann halt wie der weitere Spielverlauf funktionieren kann. Mhm. Interessant. Und ganz hinten gibt es einen für den Solo-Spiel. Automa, Schwierigkeitsgrad und so weiter. Genau. Cool. Ja. Nee, also ich, wie gesagt, ich mag Flügelschlag, ja. Ich weiß, das. Viele sagen, ja, ich mag das nicht, weil es jeder mag. Ich habe nämlich kein Problem, ist das auch wurscht. Ja, sicher, wenn ich das gerne spiele. Ich mochte aber das Vogelthema sehr gerne. Mhm. Das Drachenthema, ja, take it or leave it, ist mir eigentlich egal. Besser das, als wenn sie zum Beispiel Insekten genommen hätten. So. Ja, auf jeden Fall. So Käferschlag und dann werden lauter Käfer, das brauche ich nicht. Aber Drachen sind lieb. Ja, schon. Ist halt, ja. Schwingenschlag. Ich kann mich erinnern, du hast mir gesagt, naja, ich möchte Schwingenschlag. Und ich denke mal, hey, was würdest du gerne spielen? Was ist? Und dann hast du es nochmal gesagt und ich denke mal, immer noch, also bei mir hat es nicht Klick gemacht, weißt du? Und dann denke ich mal, warte, was hast du nochmal gesagt? Und dann hast du gesagt, Schwingenschlag würde ich. Ach so, Schwingenschlag, mein ja, Gott. Ja, das ist auch der Name, ja, gab schon, ist gab schon Diskussionen bei den Leuten, aber den finde ich jetzt... Nein, ja, ist eh okay. Also ist eh okay. Es muss natürlich irgendwie mit Flügelschlag zusammenpassen. Ja, das sicher. Aus sowieso. Marketingtechnischen Gründen ist das natürlich auch sinnvoll. Ja, nur in den ersten Moment haben wir gedacht, hey, was sagt er? Was ist das für ein Spiel? Und dann habe ich sie erst gecheckt. Ja. Das ist ein Schwingenschlag. Ja, das war's. Drei coole Spiele. Ja. Spellblum, ja, kann ich mir anschauen. Warum nicht? Bin ich interessiert. Father Road, auf alle Fälle. Ich glaube, das werden wir sogar bald mal spielen. Ja. Und Schwingenschlag sowieso. Auf jeden Fall. Das schaut irgendwie ganz cool aus. Gab's auch schon, das hat jetzt nichts mit dem Kanal zu tun, aber sage ich trotzdem, gab's auch schon einen Kunden, der sich gewünscht hat, dass wir da ein Video machen. Wirklich? Nur dann? Bitte, dann müssen wir es halt vorher ein paar Mal spielen. Genau, und dann kann man es machen. Dann machen wir ein Video. Gerne. In diesem Sinne, falls ihr das schon mal gespielt habt, dann lasst uns vielleicht einen Kommentar da, wie es bei euch ankam, wo sind die Stärken, die Schwächen, wo seht ihr das, vor allem Schwingenschlag, im Vergleich zum quasi Vorgänger. Ja. Braucht es das oder ist das eine sinnvolle Weiterentwicklung? Thunder Road, vielleicht habt ihr das als Kind gespielt, vielleicht gab es das doch hier in Österreich, Europa, ich weiß es nicht. Wie ist da euer Empfinden? Und Spellblum, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Mhm. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto!